Hey Leute, Techniker hier. Heute geht es wieder mal um Techniker-News, Sachen, die uns und die Community begeistern. Heute mit sehr interessanten Themen. Es wird um DDR5-Arbeitsspeicher gehen, es wird um IOs gehen, neue Liandi-Produkte, die aktuell auf den Markt angekommen sind. Es wird ein komplettes Asus-Line-Up gehen heute. Wieder mal so einen sehr geilen Anime-Feature. Ich liebe solche Features, die Asus uns zu bieten hat. Eine ziemlich exotische Grafikkarte, die Asus auch nochmal zusätzlich rausbringen wird. Und natürlich auch nochmal um Displays. G9 Samsung 49 Zoll Super Ultra Wide Curved OLED 240 Hertz und das Ganze zu einem fast bezahlbaren Preis. Das Ganze wird verdammt interessant. Legen wir mal los. Liandi hat die neuen IOs gelauncht, Liandi Galahad kennen wir ja bereits, sehr schöne IOs, sehr hochwertig gemacht mit einem Aluminiumpumpenkopf. Liandi legt mit der Galahad 2 Trinity oder GA2 Trinity, so wird sie betitelt, ein neues Lineup an IOs auf den Markt mit so den ein oder anderen sehr coolen technischen Neuerungen, die wir ansprechen möchten. Es geht heute um die Liandi Galahad IO Trinity, in der normalen Version Trinity erstmal, um den Namen und die Begrifferklärung zu geben. Trinity ist die Dreifaltigkeit. Wir kennen vielleicht diesen Begriff aus der Religion und es gibt die Möglichkeit bei dieser IO den Pumpenkopf durch drei unterschiedliche Aufsätze zu wechseln. Einmal geht es darum, dass wir eben den typischen gekennzeichneten Aluminiumpumpenkopf haben, der sehr hochwertig aussieht. Zum anderen geht es darum, dass wir dort auch nochmal so ein kleines Infinity-Logo, deswegen auch Infinity der Name, nochmal mit reinbringen können, ähnlich wie bereits, wie wir es von NZXT kennen und dann sonst nochmal so eine komplette, ich schmeiß das ganze RGB irgendwie aus dem Ding raus geben, wo komplett der komplette Pumpenkopf in RGB-Farben erstrahlen und erleuchten soll, das Ganze natürlich durch die L-Connect 3 Software. Was besonders interessant ist, dass es hier nicht nur um eine IO geht, sondern es geht gleich um zwei IO. Wir haben einmal die Trinity in einer einfacheren Variante, sage ich mal, wo der Hauptaugenmerk auf RGB gelegt wird. Die Pumpe arbeitet dort auch, glaube ich, nur mit 3200, 3500 Umdrehungen. Wir werden auch nochmal zu der Performance-Variante kommen mit der besseren Pumpe. Dort eben die Option besteht, diese mit Liandi Unifans SL Infinity zu nehmen, damit das Ganze zu Pumpenkopf passt. Und dann gibt es eben die Performance-Variante von dieser Trinity IO. Die Performance-Variante ist ein bisschen anders strukturiert, hat ein paar andere zusätzliche Neuerungen. Die hat zum Beispiel die Finnen von dem Radiator selber sind doppelbelegt, also man sieht, dass es so ja einfach mehr Kühlfläche erreichen soll. Der Lüfter hat es aber auch schwerer, die Luft hier durchzudrücken. Das ist der Grund, weswegen hier zu dickeren 28 mm Performance Lüfter von Liandi gesetzt wird, um auch den statischen Druck hier auf diesem kühl, also sehr engmaschig kühl, rippendefiniertes Radiator eben die Luft überhaupt durchpushen zu können. Nicht nur das, sondern die Pumpe soll hier mit 4200 Umdrehungen drehen, um natürlich der Kühlflüssigkeit einen schnelleren Durchlauf zu ermöglichen und natürlich eine bessere Kühlperformance. Beide IOs soll es, soweit ich gesehen habe, im 240 und 360 mm Varianten geben, in weiß und in schwarz. Beide L-Connect 3 Software steuerbar RGB-technisch und beide haben eine sehr coole Neuerung. Und zwar geht es um das Tubing oder das Fitting, besser gesagt, von den Schläuchen zu dem Radiator. Diese sollen um 360 Grad drehbar sein und 45 Grad abgewinkelt, sodass die IO einfach ja, smoother, sage ich mal, in euer PC endet. Verdammt interessantes Lineup von Liandi. Wir gehen gleich zum nächsten heftigen Thema. Es geht um Asus mit den Hardware-Anime-Features, die bringen. Wir kennen bereits von diesem Kanal die Evangelion-Reihe. Wir haben das Ganze mal mit einem MSI, also MSI hat auch so ein Evangelion-Feature mal gehabt. Asus hat dieses Feature ja extrem erweitert. Und nicht nur auf EVA01 mit grünen und lilanen Komponenten gemacht, sondern jetzt auch ein Lineup EVA02 bringt mit rot und schwarz, schwarzen Farbakzenten. Sehr interessant. Mainboard ist natürlich dabei. Grafikkarte ist dabei. Netzteil soll wohl dabei sein. Das neue ROG Hyperion Case wird es auch nochmal in einer Sondervariante geben. Und so einiges andere auch nochmal an Zubehör. Ich glaube, Tastatur und irgendwie so ein Grip Tape für die Maus.
Das Ganze finde ich persönlich immer extrem interessant. Die Sachen werden natürlich wieder limitiert sein und vielleicht auch nicht geschmacklich für jeden, aber dennoch ein sehr interessantes Line-up. Asus hat das Ganze bei der EVA01 auf Z690 Basis, also auf Intel Basis gemacht, und die Grafikkarte war, soweit ich weiß, eine 4090 und das Tor-Netzteil mit 1200 Watt. Natürlich ist jetzt bei EVA02 alles geupgradet, sprich es geht hier um Z97 Mainboard, es geht hier auch um eine 4090 und es geht hier auch nochmal zusätzlich um den neuen ROG Tor-Netzteilen. Und wie gesagt, das Ganze in so einem Black Red Hyperion Case. Das Ganze wird schon verdammt geil. Was Asus auch nochmal zusätzlich bringt, ist ein ganz witzigen Feature, aber ich weiß nicht inwieweit. Da gibt es auch nur ein Foto, was man gesehen hat unterwegs. Es geht um den Avatar Roji, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ich hoffe, keiner steinigt mich jetzt dafür für die falsche Aussprache, oder Roji, wie auch immer. Und dort wird es eine Asus Strix Grafikkarte geben, so wie wir sie kennen, vom Grund Hardware und Kühldesign her. Nur eben extra nochmal farblich angepasst in dieser Roji Edition. Sehr interessant. Ich bin mal gespannt, ob das Ganze nur den asiatischen Markt betrifft oder hier bei uns auch verfügbar sein wird. Der RAM-Hersteller, der sehr eng oder sehr oft mit Asus kooperiert, es geht um XPG, hat sogar einen Roji-gestylten DDR5-RAM-Riegel, und zwar den eigenen Lancer DDR5-Arbeitsspeicherriegel, eben in dieser Roji-Edition herausgebracht, damit er passend zu der Grafikkarte ist. Ob das Lineup hier erweitert wird und das komplette Roji Mainboard und keine Ahnung, ähnlich wie bei der EVA-Version geben wird oder bei dem Anime-Feature eben, wird sich noch definitiv herausstellen. Auf jeden Fall sehr interessant, diese Sachen oder diese Hardware-Features. Ich brenne ja für solche Sachen. Einen weiteren Punkt, den ich heute ansprechen möchte, es geht um DDR5-Arbeitsspeicher. DDR5-Auswahl war bis dato ziemlich mau. Es gab gefühlt irgendwie nur G-Skill Trident Z und ein bisschen Corsair Dominator und ein bisschen Vengeance. Und viele andere Hersteller hat man so noch nicht gekannt oder haben noch keinen RAM rausgebracht. Heute wird es darum gehen, dass wir Team Group, wir lieben ja Team Group für den Extreme DDR4 Arbeitsspeicher, den die ja geliefert haben, den wir uns auf dem Kanal auch schon mal angeschaut haben. Eigentlich der schönste weiße RAM, den es auf jeden Fall gab. Und jeder wartet nur noch auf eine Extreme 5 Arbeitsspeicher von Team Group. Und bald ist es wohl soweit. Es gibt wohl ein paar News und Infos, dass der DDR5 Arbeitsspeicher wohl mit bis zu 8000 MTS kommen soll und sogar zum Teil drüber in eine RGB- und Non-RGB-Variante. Der Extreme Arbeitsspeicher mit RGB wird auf jeden Fall definitiv eine sehr schöne, schlichte Oberkante haben, wo das T-Force-Logo irgendwie immer drauf ist, und unten drunter eine schöne RGB-Leiste, damit der Riegel schön in RGB erstrahlen kann. Der Non-RGB-Arbeitsspeicherriegel klingt aber, obwohl er kein RGB hat, verdammt interessant vom Look her. Team Group arbeitet jetzt sehr vor, und auch durch den Namen T-Force und so weiter wirkt das Ganze immer sehr militärisch. Die arbeiten hier mit so einem sehr schönen, cleanen, sauberen RAM-Riegel mit so einer Badge drauf, wo eben das T-Force-Logo nochmal drauf ist. Sieht verdammt interessant aus und für den ein oder anderen Bild definitiv ein Hingucker. Und wie gesagt, natürlich auch die Performance im Vordergrund. Team Group SK Hynix-Chips werden, denke ich, auf jeden Fall erwartet. Da legt Team Group immer sehr viel Wert drauf. Und wie gesagt, über 8000 MTS, die hier geliefert werden sollen mit diesen RAM-Riegeln. Ein weiterer Hersteller, der RAM-technisch auch so einiges zu liefern hat, haben wir vielleicht bereits gesehen im vorangegangenen Diablo-Bild. Es geht um Patriot Viper, mit einem sehr aggressiv aussehenden RAM schon immer da gewesen. Der Venom ist der Expo-zertifizierte RAM DDR5, den Patriot zu liefern hat, und es gibt hier auch eine Extreme-Variante. Nicht so extrem wie die von Team Group, denn das Extreme wird nur mit einem E geschrieben, aber dennoch hier ein DDR5-Arbeitsspeicherriegel, der mit einer schönen RGB-Krone, mit einem sehr zackigen, sage ich mal, Auslaufen von der Krone extrem aggressiv werden soll. Natürlich mit der Viper um bis zu eben 8000 MHz, 8000 oder 7000 MHz, müsste ich jetzt mal nachschauen, einen Intel XMP-zertifizierten Arbeitsspeicher auch nochmal hervorrufen soll. Das Ganze war jetzt sehr Hardware im PC spezifisch, was wir jetzt gerade uns angeschaut haben. Wir schauen mal aus dem PC raus und schauen uns die Displaywelt an. Samsung kennen wir als Displayhersteller, als Panelhersteller. Samsung liefert 9G9, vielleicht kennen die Leute schon diesen Fachbegriff. 49 Zoll, super ultra wide curved, wahnsinnig hohe Auflösung, endlich in einer OLED-Variante. Das Ding ist schon brachial, nicht nur vom technischen Datenblatt, weil OLED liefert unheimliche Reaktionszeiten. Es geht hier um eine Gray-to-Gray-Time, also die Zeit, wo ein Pixel von Grau zu Grau wechseln kann, von 0,03 Millisekunden. Das Ganze liegt an der OLED-Panel-Technik. Farblich wird das Ding einfach mega genial sein.
liegt auch an der OLED-Panel-Technik und das Ding soll auch noch 240 Hertz mit einer Auflösung von über 5120x1440 und einer Screen-Ratio von 32 zu 9, wie gesagt super ultra-wide, die mit 240 Hertz zu befeuern, ist so einiges an Panel-Technik, was hier Samsung hier reingepackt hat. Das lässt sich natürlich auch recht ordentlich und saftig bezahlen. Geizhals listet aktuell den Monitor für 1700 Euro. Es ist eine verdammt hohe Summe, ganz klar, aber in Anbetracht der technischen Neuerungen, die hier reingepackt worden ist, finde ich persönlich, dass er für jemand, der einen extrem dicken Geldbeutel hat, nicht wie ich auf jeden Fall bezahlbar wirkt. Wenn wir uns da andere Produkte angucken, wie zum Beispiel den Corsair Xenion Flex, der auf LG-Panel-Technik kommt, der eben krümmbar ist und irgendwie über 2000 Euro kosten soll, ist jetzt die Frage, welcher Monitor ist jetzt tatsächlich besser, wer liefert eine höhere Refresh-Time, wer liefert hier den besseren Job. Ich denke, dass Samsung mit diesem Preis, mit dieser Technik auf jeden Fall einen annehmbaren Monitor im OLED-Bereich geliefert hat. Super Ultra-Wide ist nicht für jeden was. Ich habe selber mal einen gehabt. Es ist einfach verdammt super Ultra-Wide, wie es der Name schon sagt. Und passt A nicht auf jeden Tisch. A und B muss man halt eben auch schauen, dass man hier einfach vom Kopf-Movement her hier einfach 49 Zoll Displays haben will. Schreibt mir in die Kommentare gerne, was euch von diesen heutigen Themen interessiert hat, welche Themen wir verfolgen sollen. Ein Samsung 49 Zoll werde ich wahrscheinlich von Samsung nicht bekommen. Das Ganze kann ich euch schon mal vorwegnehmen. Aber den Team Group Arbeitsspeicher, den Patriot Arbeitsspeicher können wir uns gerne mal angucken. Definitiv die Lianlig Galahad IOs werden auch nochmal, denke ich, ein sehr schönes Thema sein für diesen Kanal, wo ich für plädieren würde, dass wir uns die anschauen sollten auf jeden Fall. Und natürlich auch das Asus ROG EVA Lineup, was mich extrem begeistert. Aber ich glaube, es wird relativ limitiert sein, dann werden wir keine Chance haben. Dennoch lasst es mich hier in den Kommentaren wissen, was euch am meisten interessiert hat von diesem Video. Und wir sehen uns bis zum nächsten Techniker News. Tschüss!